Ein Tag wie gemacht für eine Karibikreise. Im Dauerregen am Köln-Bonn Airport gab es die doppelte Feuerwehrfontäne für den Condor-Erstflug nach Varadero auf Kuba. Schon vor dem Abflug knipsten viele der Passagiere in bester Urlaubslaune die ersten Fotos. Die Erstflugfeier des Flughafens bot dafür ausreichend Motive. Denn auch für den Flughafen und seinen Chef Michael Gavens ist die Eröffnung der Langstrecke etwas ganz Besonderes. Also erstmal gibt es natürlich keinen schöneren Tag für einen Flughafendirektor mit so einem Erstflug, insbesondere wenn er in die Karibik geht. Denn der Flughafen Köln-Bonn war lange Zeit ohne Langstrecke. Das ist zwar hier erstmal heute ein kleines Pflänzchen, was wir auf den Weg bringen, aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass aus diesem kleinen Pflänzchen vielleicht schon im nächsten Winter deutlich mehr wird. Gemeinsam mit Condor-Geschäftsführer Uwe Balser sowie Kubas Botschafter in Deutschland René Juan Murilla Cantelar wurde die sogenannte Erstflugtorte angeschnitten und an die Fluggäste verteilt. Kurz darauf begann das Boarding. Für einige Fluggäste bereits das zweite Mal an diesem Tag. Die Buchungssituation ist sehr gut. Wir haben hier auf dem Erstflug Full House. Das heißt, die Maschine ist komplett ausverkauft. Und was auch sehr wichtig ist, wir haben alleine 80 Zusteiger. Das heißt, Gäste, die von anderen in- und ausländischen Flughäfen mit der Germanwings hier nach Köln geflogen sind, um dann über Köln-Bonn umzusteigen auf die Langstrecke. Die Zubringerflüge von Germanwings bieten bequeme Umsteigezeiten mit kurzen Wegen. Ganz gleich, ob die Condor-Gäste von deutschen Flughäfen oder aus Wien, Zürich, Mailand oder London anreisen. Tickets nach Varadero gibt es ab 319,99 €. Im Reisebüro oder online unter condor.com.